So, der alltägliche neue Alltag eines Busfahrers sieht aus, dass er morgens früh einen E-Bus bekommt. Heißt, man bekommt den Bus und läuft hier hin und sind hier in der Halle und dann sieht ihr das Gerät, sieht, aha, Lok 100% und dem Busfahrer wird immer gesagt, er möchte hier auf Stopp drücken und nicht auf den Notaushalter. Das machen immer gerne die vielen. Also drücke ich immer Stopp, sagt ab, hier die Voltzahl geht runter, weil immer noch der Strom geflossen ist. Ich dachte, der Riesenfehler, den die meisten Fahrer gemacht haben. Dann geht man zurück, nimmt den Riesenrüssel raus und räumt den schön ordentlich auf. Ja, den neuen Geräten gibt es ein schönes Aufräumen. Gucke ich, dass hier die Kabel in Ruhe liegen. So, dann hier noch schön wieder die Nupsis einräumen. Hier ist echt noch dunkel, aber ich habe noch früh morgens, ist 3 Uhr. Da braucht man auch kein Licht einschalten hier, sonst wird man noch am Ende wach. So, dann die Klappe schließen, damit der Bus nicht meckert. Und dann kann man hier reingehen und den Bus starten. Soll jetzt die 100% haben. Ich habe auch eben kontrolliert, der ist dann auch 100% drauf. Ich gab schon mal den Fall, dass plötzlich einer irgendwie meinte, der hätte jetzt nur 80% geladen, weil ich hatte irgendwie inzwischen drin in der Nacht mal einen kurzen Absturz gehabt. Aber wenn ich laut Fahrbahn gucke, dann ist in die Busse manchmal einer um 0:33 Uhr rausgekommen, also um 3 Uhr raus, 3:30 Uhr und um 0:03 Uhr rein. Aber wir haben ja noch ein Stück. So, der hat wieder die Ladung inaktiv, aber ich aktiviere noch gerade, dann tut der Bus noch die 12 Volt wieder aufladen. Ja, mit der Hauptbatterie, aber ich werde ja schön viel rekuperieren. Das soll es gewesen sein und so sieht halt der neue Alltag eines Busfahrers aus. Ich bin richtig stolz drauf. So, und hallo. Da bin ich wieder unterwegs und filme wieder aus der echten Realität. Heute habe ich einen wunderschönen großen, ich nenne es mal Schiff, ja, also ein Irizar, 18,5 Meter. Und da ist echt schon eine Wucht, weil das Ding hier an Länge hat. Ich zeige euch nochmal gleich von innen. Ich wollte, wie gesagt, wie letztes Mal mit dem Solarium und den Kameraspiegeln, da habe ich euch eigentlich nur die Kameras vorstellen wollen. Und daraus wird irgendwie dann doch eine kleine Busvorstellung. Aber ich will jetzt mal ganz schnell hier nur kurz vorne rumgehen. Und man sieht eigentlich, wie komisch das Teil aussieht. Also wirklich sehr hoch. Und durch die Lackierung auch nochmal ein bisschen creepy. Also ich, nicht mein Freund. Also ich bin jetzt nicht der Freund von diesem Irizar. Er sieht nicht wirklich schön aus, sieht eher nach einer Tram aus. Von innen vor allem, würdet ihr gleich sehen, sieht wirklich wie eine Tram aus. Aber ich zeige euch mal das Armaturenbrett, das für mich sehr billig aussieht. Schaut mal hierher. Also, als erstes mag ich diese linke Front nicht so gerne, weil die ist so schräg abgewinkelt. Man hat hier nicht die Möglichkeit, irgendwas hier mal draufzulegen. Man hat hier keinen Fach, wo man wie im Solaris irgendwie sein Getränk mehr hinstellen kann. Die meisten Busfahrer trinken einen Kaffee. Und dann noch so ein Mini-Kneidelfach, wo man ein bisschen Krimskrams ist. Ich lege meinen Geldbeutel da gern ab, aber hier rutscht das Ding immer gleich hinunter. Das Einige, was ich hier schön finde, ich mache mal hier die Tür zu, wird sehr laut, ist dieser, ich gehe mal wieder auf normalen Modus hier, damit ihr bessere Qualität habt, ist dieser Hebel hier, weil der fühlt sich hier an wie in einem Auto. Das Fenster ist eigentlich in Ordnung, ziemlich weit vorne, damit auch die kleinen, ich sag mal, kleinen Frauen auch hier wirklich gut hier rein können. Wobei für mich meine Zwecke ist das Fenster wieder zu weit vorne und hört hier viel zu früh wieder auf. Ich im MAN auch so und im Mercedes und Solaris, da geht das. Geht hier auch bis hoch, wo ich mir denke, hier oben braucht es dann überhaupt gar nicht, ja. Also, ich mache wieder zu, weil es wird wieder laut. Dann zeige ich euch mal hier wieder, natürlich alle modernen Fahrzeuge haben bei uns jetzt Kameras, aber ich finde auch die Kamera wieder viel schlechter als die im Solaris, weil mehr als hier am Riegel verstellen können wir auch nicht. Ja, also ihr merkt auch jetzt hier in der prallen Sonne so einen riesen Unterschied macht das Ding jetzt auf der Kamera, zum Beispiel auf dieser Handykamera ist überhaupt kein Unterschied. Also, das mag ich nicht so gerne. Dann hier, was auch für die meisten Busfahrer interessant sein sollte, ist hier am Armaturenbrett, muss ich sagen, hört ihr es? Das ist alles billig Plastik. Es fühlt sich überhaupt nicht hochwertig an. Leuchten tun die Knöpfe auch nicht im Dunkeln. Ja, ich zeige euch nochmal hier ganz deutlich: Leuchten tun die echt nicht. Fühlen sich so billig an und. Ach, also.
Auch hier die ganzen Tasten. Tasten, die sind so wenig dienbar. Also, ich mag nicht allzu billig. Auch das Lenkrad. Das finde ich eigentlich hier viel zu dick und überhaupt keine Funktionsknöpfe drauf. Die Funktionsknöpfe sind hier ganz unten und auch nachträglich Symbole angebracht worden sind. Aber ansonsten zeige ich euch mal hier das Armaturenbrett, weil hier sieht man ein bisschen mehr jetzt. Also, hier seht ihr, ich finde es eigentlich genial in diesem E-Bus. Ihr habt nämlich hier drei Möglichkeiten zu sehen, wie weit ihr kommt. Einmal hier die Reichweite in Kilometer, dann normal, wie man auch kennt, Prozent. Und dann hier nochmal die Batterie wie am Handy, sag ich immer. Beim Handy kann man ja die Prozentzahl nur ausmachen. Und in einem E-Auto, zum Beispiel einem Tesla, kannst du nur zwischen Prozent und Kilometer hin und her wechseln. Und hier habe ich einfach mal alle drei Sachen auf einmal im Blick. Und hier rechts sieht man, ja, sieht man nicht, weil die Sonne im Weg ist. Ich mache immer alles mal unten. Oh, zeige euch mal am besten jetzt auch noch, weil dann seht ihr mal, guck mal, wie hoch das, wie weit runter geht hier. Also ich könnte jetzt quasi wirklich Pause machen und hier im Hochsommer dunkel machen. Auch hier zur linken Seite. Ich gehe mal in Weitwinkel, Moment. So. Hier auch voll weit runter. Wobei ich würde sogar sagen, hier ging es sogar noch, weil hier ist noch viel frei. Gut, im Solaris auch wieder, ne? Da sehen wir auch hier. Ich habe das ganze Fenster dunkel und hier habe ich nur einen scheiß minimalen kleinen Spalt, der hier unten auch wieder hell wird. Aber gut, weil ich ihn auch noch problematisch finde. Ich muss sogar auch für die linke Seite den Knopf drücken. Also hier beide Knöpfe sind für die elektrischen Rollläden und ich finde, das linke braucht arg lange. Im Solar, also im anderen Bus, wenn von links die Sonne kommt, nehme ich den hier und scheren einmal runter und dann ist hier die Sonne weg. Und du musst erstmal hier ewig warten, bis der Motor irgendwie runtergeht. Naja, gut. Ansonsten zeige ich euch mal hier, wie das aussieht, wenn das Ding in Betrieb läuft. Mal so blim-bum machen hier. Ich zeige immer so hier oben, sage ich erzähle meinen Busfahren, so hier oben sieht ihr, wenn es grün blinkt, ist das Fahrzeug aktiv. Na gut, das machen wir wieder aus. War sonst. Na gut, also ich meine, das Display auch wieder ein bisschen umüber. Was ich auch noch mal zeigen wollte, jetzt muss ich mal kurz rausgehen. Ich zeige euch am besten währenddessen den Innenraum mal. So, nehme ich euch mal hier in den Innenraum, weil ich muss sagen, hier im Innenraum ist es wirklich wie in einer Straßenbahn. Ich mal wieder einen Weitwinkel, dann seht ihr gleich, ob ihr selbst durchlaufen würdet. Schaut euch das mal an. Also noch, hier sieht nach der Straßenbahn aus, aber jetzt. Das ist doch unfassbar, oder? Wie ich das erstmal gesehen habe, dachte ich so, ja, okay. Wenn ich jetzt auch noch nur einen Elektromotor höre, kommt mir vor, ob in der Straßenbahn unterwegs wäre. Sitzblätter, das Ding eigentlich mehr als genug, weil ich finde, auf der 37, wo das Ding hauptsächlich unterwegs ist, steige ich immer mal so um die 10, 20 Leute maximal ein und dann auch wieder aus. Dafür ist das Ding echt nicht gemacht. Ich sehe auch mal oben. Ich finde es echt erstaunlich mit dem E-Ritzer, weil ich jetzt ja Bus fahren darf und der E-Ritzer ist quasi das erste Bus, den ich außerhalb von Mercedes, MAN und Solaris, also den drei bekanntesten Herstellern, gefahren bin, weil ich bin noch nie als Passagier, als Fahrgast hier mitgefahren. Das Ding kam und ich hatte meinen Führerschein in der Zeit gemacht und wie ich dann auf Linie ging, ging auch der Bus auf Linie. Ich hatte sogar, glaube ich, eine Woche früher auf Nieren gewesen. Ach, ich wollte eigentlich noch hier was gemacht haben. Ich drücke mal kurz auf den Knopf. Hab gleich mal die BAM gehört. Das ist so ein typisches Iritzer-Geräusch. Und jetzt pass auf, was ich so richtig hasse. Die haben nämlich diesen Standard-Haltewunsch-Taste sowas von komplett verändert. Jetzt sehe ich hier dieses Symbol. Und ich dachte es so. Beim ersten Mal habe ich überhaupt nicht mehr, dass ich mal aussteigen wollte, weil ich nicht realisiert habe, weil kein H erschienen ist. Und übrigens, das hier ist die Haltebremse. Und wenn ich jetzt quasi auch Türen aufmache, ich sehe immer nur hier die Räder ein bisschen hier eingefärbt. Und da der hier die Dram-Iris ist, der wirklich auch hier in die Straßenbahn, sind auch hier die Räder fast undeutlich. Also auch hier finde ich unangebracht. Naja, gut. Das sollte ich eigentlich gewesen sein. Ich wollte daraus kein riesen Hexenwerk machen. Ich wollte einfach mal hier mal in ihrer Zeit gezeigt haben, weil ja die meisten nicht mit der 37 fahren werden und in Frankfurt in ihrer Zeit nicht wirklich woanders da sehen werden als auf der 37.
So, hier ist echt eine scheiß Belichtung hier am Briefzentrum, aber das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wollte jetzt kein riesen Thema draus machen, ansonsten guckt bei anderen Herstellern wie BusTV, vielleicht werden die euch den mal genauer vorstellen. Deswegen mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.